21.07.2017. Euer Captain Rex mit Star Wars News. Erschreckt nicht, Clipfish etc. Lange Geschichte, lange her. Ich habe mir auch heute als Captain Rex auch schon die Doubletten um den Hals gehängt. 21.07.2017 um 1 Uhr morgens. John McCallum. Hey, bist du wach? War nicht wach, ich bin in Deutschland. Deutschland um 1 Uhr morgens schlafe ich meistens, aber egal. Was ist denn los? Han Solo, gerade soeben, Kennedy hat die geschmissen. Wen hat er geschmissen? Die beiden Regisseure. Wow! Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Han Solo bekommt einen neuen Regisseur. Manchmal meine ich auch, Frage, bei Rogue One war richtig was los. Musste auch geändert und was weiß ich nicht alles. Und nachgedreht werden und was weiß ich nicht alles. Und was dabei rausgekommen ist, wissen wir. Okay, hatten Glück, 2,2 Milliarden hat es eingespielt, das Ganze. Aber dann kommt Ruhe, da komme ich auch gleich drauf. Also, Han Solo wäre beinahe zu einem Lego Freelancer Realfilm 21 Jump Street geworden. Ja, die Jungs haben nun mal einen riesen Durchbruch mit 21 Jump Street und mit dem Lego Freelancer haben die halt gepunktet. Aber ein Walt Disney Film auf die Art, also ist ja kein Walt Disney Film, Walt Disney ist ja nur der Geldgeber. Denkt dran, Walt Disney ist nur der Geldgeber. LucasArts bzw. Lucasfilm Ltd. ist immer noch der Boss, Kathleen Kennedy. Kathleen Kennedy hat die beiden dann gefeuert, weil sie hatte sich das mal angesehen, was dabei rausgekommen. Als beruflich Involvierter weiß ich ja, wie gesagt, auch eine Menge und wie ich das auch alles so gesehen habe, wirklich, ich habe eine Menge mir da auch so angesehen, wäre also so eine Art Freemaker geworden, kein Scherz. Also die waren mehr am Rumblödeln. Ja, die Monologe, Dialoge und Prologe und was weiß ich, war alles am Rumblödeln. Auch die Filmaufnahmen mit den Autos da am Set und mit dem Stormtrooper, der, das sind zwar alles Maschinen gewesen, die man uns gezeigt hat, aber die werden ja nachher mit CGI und mit Computertechnik, werden die ja verändert und die, ne? Aber Klamotte, Klamauk, 4 Monate. 4 Monate in den Sand gesetzt. Die haben 4 Monate gebraucht, um sofort das Ding zu kappen. Sonst würde das nicht klappen. Mai 2018 und das wäre eine Blöße und Disney gibt sich keine Blöße. Also, es kommt ein neuer Regisseur für Han Solo. Lasst euch überraschen. War auch verblüfft um 1 Uhr morgens, um 1.54 Uhr war es dann offiziell. 1.54 Uhr war es offiziell, wirklich draußen, auch IMDb, das Wichtigste über Film, hatte berichtet. Und wenn IMDb berichtet, dann ist das offiziell, aber sowas von offiziell. Gut, die beiden Jungs hätten natürlich sich einen Namen machen können. Jetzt haben sie zwar ein Nämchen, aber auch ein Mäkelchen. Ja, also sie haben ein Nämchen und ein Mäkelchen. So einen richtigen Durchbruch werden sie wohl danach nicht mehr haben, außer eine Lachnummer. Unter uns, wer will Star Wars als Real-Lego? Ich meine, Lego ist Lego für die Kleinen, ja. Rebels ist auch für die mittleren Kleinen, auch für uns Große. Ich gestehe, sonst wäre ich jetzt nicht auf Captain Rex gekommen, meine lieben Freunde. Captain Rex in Staffel 3, der Rebels, so richtig schön alter Clone Trooper, der sich dann halbwegs die neue Kluft der Stormtrooper anzieht und dann auch für die dort Rebellen, also den Rebellen mithilft. Und ich werde mich jetzt also auf Captain Rex einschießen. War natürlich, ich habe natürlich sofort eine Klatsche gekriegt. Ich habe gesagt, ich brauche Captain Rex 1:6, 700 €. Nee, stopp. Also Captain Rex, so wie ich ihn mir vorstelle, hat sicherlich keine Clone Trooper Geschichte an, ist blau angemalt und ich zahle für 700 €. Nee, also ich brauche den Captain Rex, der im Kopf 28 ist, durch seine Genverschiebungen jetzt so ausschaut wie ich, also wirklich aussieht wie 58, aber in Wirklichkeit erst 28 ist. Er hat ja nun mal den Genschub. Na, haben die alle den Wachstumshormon da, zack, haben die ja gekriegt und dann na, in Wirklichkeit 28 und sehen aus wie 58 und bei Rebels sogar sieht Captain Rex so zwischendurch aus wie 75. Ja? Ich kam da drauf durch das Unken, wie die Angriffe waren, wie dieser ältere Stormtrooper bzw. der Kämpfer, der Soldat, die soldatischen Truppen, die Endor eroberten. Da kam ich drauf, weil dieser Endor, dieser ältere Endor hatte sich auch
eine Scout-Sache angezogen, hat dann Gas gegeben. So, die ersten Kunden schlagen schon an der Tür, sie wollen rein. Ich bin schon 3 Minuten drüber, also euer Captain Rex macht mit hier. Da bin ich nochmal, 21.07.2017, brandneue News, Sommeranfang und 2 Regisseure fliegen raus. Kathleen Kennedy feuert die beiden Regisseure von 21 Jump Street und Lego Freemakers. Nach 4 Monaten Drehzeit fliegen die beiden aufsteigenden Stars der Regie, aber die Direktoren sozusagen, aus dem Kader. Ja, ein neuer Regisseur wird bald genannt. Wie schnell Casey das sagen wird, weiß ich nicht. Denkt dran, es ist immer 9 Stunden, glaube ich, Unterschied. John McCallum hat um 1 Uhr morgens da, und dann war ich natürlich auch hundemüde, aber um 1.54 Uhr heute Morgen, also deutsche Zeit, war es amtlich nachher nachgelesen bei IMDb, den offiziellen für Filmherstellende, stand dann alles, die beiden sind also raus nach 4 Monaten. Also kann man sie ja gar nicht nennen, weil die haben ja gerade mal reingerochen. Und egal, was sie dann auch von sich geben werden, raus ist raus. Und wir hoffen, dass heute in einem Jahr Han Solo gelaufen ist. Also im Mai 2018 soll Han Solo, weil mit Han Solo soll auch die Ära Mai Star Wars Filme wieder geschaltet werden. Es soll also nicht mehr auf einem Dezembermonat geschaltet, sondern auf den Mai-Monat nach George Lucas Geburtstag. George Lucas hat ja auch nun mal im Mai Geburtstag, und auch der Film Episode 4 wird an sich nur Episode 4 im Mai gefeiert und nicht The Fourth Day. Das hat sich halt so ergeben, das wissen wir ja mittlerweile alle. The Fourth Day ist an sich der Tag der Tage, aber in Wirklichkeit ist der 1977 der ursprüngliche. Auch nur in einem Kino. Und noch einmal für alle, es gab insgesamt 32 Kinos, die Star Wars gezeigt haben, und nur in einem, in Los Angeles, waren ja auch die Stars und Sternchen, und da ging es dann zur Sache, und da kam auch Kenner mit seinen Figuren, und da fing ja auch alles an. Also am 25.04.1977 fing alles so langsam an, aber es klappte nicht zur Weihnachtszeit, 25.12.1977, alles auf den Markt zu bringen. Das dauerte nämlich erst. Die offizielle Markteinführung aller Figuren war im Jahr 1979, und da wurde auch richtig fett nochmal Promotion gemacht. Warum ich dazu weiß, kann sein, dass es falsch, aber ist halt so, weil ich 1979, als Darth Vader für Karstadt Spielwaren, da diese Spielwarengeschichte machen, und die werde ich nie vergessen, weil da Maschinchen standen und auch die elektronische Geschichte kam, ja, die Pixelväter kamen, die elektronische Sache kam, die elektronischen Spiele kamen, und ich werde das nie vergessen, in der 5. OG des Karstadthauses am Limbecker Platz in der Stadt Essen, also Darth Vader aus dem Fahrstuhl zu steigen. Und auch an der Lichtburg 1979 da die Welt der Figuren, die Welt des Spielwagens mit einläuten zu dürfen als Figur. Ich habe ja die Figur Darth Vader gespielt, so wie ich jetzt Captain Rex sein werde. Ich werde mich auf Captain Rex stürzen. Ich werde also ziemlich viel Sport treiben. Ich werde natürlich irgendwelche Plastikteile besorgen, damit ich auch aussehe wie Captain Rex. Ich will jetzt Captain Rex sein. Wie gesagt, ich hatte auch vor Spaß gestern jemand angerufen, hat gesagt, ich brauche unbedingt eine Captain Rex Figur. Ich habe leider keine mehr, doch ich habe eine, aber die ist nicht original Captain Rex, weil ihr wisst ja, Captain Rex hat ja hier die Hörnchen oben auf. Hat er auch, hat er hier diese auf seiner Maske, und das ist dann die richtige Maske. Die müsste ich jetzt hier, also wie gesagt, nachmalen, aber das tue ich nicht. Aber 700 Euro hätte die gekostet. Ich wollte die natürlich in 1:6 haben. Ja, ich muss aber wieder unterbrechen. Morgen, grüß euch, hallo. Also Captain Rex, mir die Sideshow, exklusiv Sideshow, anzubieten für 700 Euro, finde ich ja schon ein bisschen unverschämt, weil in den amerikanischen Regalen der Captain Rex Sideshow exklusiv immer noch für 199 Dollar zu haben ist. Ich werde mich also bemühen, irgendwie an meine Figur zu kommen. Ich möchte also ein Regal nur mit Captain Rex. Eine Minifigur habe ich mir schon besorgt, so wie er jetzt ist. Jetzt, wo er aussieht, die 58 bei Rebels, dritte Staffel. Dritte Staffel macht er ja mit, und hat mir gefallen. Gut, das Gefährt zu 1:6 geht auch noch, 168 Euro
Runden war auch 169 Euro. Den Captain Rex Läufer von Captain Rex mit seinen Kumpels. Ich weiß nicht, wer jetzt bei ihm noch ist. Also durch den Stoff, den sie ja bekommen haben, Wachstum, sehen sie ja älter aus, wie sie sind. Aber macht also Spaß. Passt. Also seit 19.06. mit 58 sehe ich aus wie Captain Rex. Aber das macht Spaß wie Captain Rex. Wie gesagt, macht Spaß. Ich will Captain Rex werden, kriege ich hin, mache ich. Wie gesagt, ich forsche auch und werde auch alles nochmal in die Textur gehen und mich recherchieren. Das ist ja eine Kunstfigur, ist ja nicht meine Kunstfigur, ist ja Disney Kunstfigur, beziehungsweise George Lucas Kunstfigur. Und ich werde mir die Kunstfigur, wie gesagt, auf den Leib schneidern. Ich werde also alles lesen. Bitte im Moment noch zu verzeihen, ich kann jetzt nicht aus dem Start heraus alles wissen. Mir gefällt die Figur halt. Mir gefällt halt die Figur Captain Rex, aber so wie ich sie bekommen habe, die muss ich gleich noch einlaminieren. Ich merke schon, ich muss auch vorsichtig noch umgehen, also ich habe sie ja bekommen. Ich muss sie unbedingt einlaminieren. Also Captain Rex so, jetzt nicht wie bei den Rebels, sondern so als Mensch. Vielleicht kommt er ja irgendwann, also ich würde mir schon so eine Stormtrooper oder Clone Wars. Überhaupt, sagen wir mal, die Geschichte der Roger, ne? Ich weiß, da gibt es 10 bei Roger irgendwie. Also er hier hat mal, also Captain Rex hat mal solche da verarscht. Ja, da standen sie da als Clone Trooper und dann hat er mal Roger gesagt. Ne? Die haben ihn gefragt, ey, mal Roger. Ne? Und dann hat er auch sich geduckt und hat dann den Kopf von so einem Droiden da genommen und dann in die Kamera gehalten. Und nachher sind sie einmarschiert und haben die da frisch gemacht. Ne? Also die Szene fand ich auch sehenswert. Und würde mir also schon, also es wäre schon nicht schlecht, wenn man solche Geschichten so wie Captain Rex, ich werde das mal in Amerika den George McCallum mal schreiben, ob die keine Lust haben, diesen Captain Rex. Überhaupt Stormtrooper, also Roger, also die Klappergestelle, ne? Die Klappergestelle und dann die Clones. Ja, mit Boba Fett. Und dann und nachher jetzt Menschen. Weil die Menschen sind ja hier bei New Order ja echte Menschen, die aber zu früh irgendwie entrissen. Ich meine, die Jedis wurden ja auch zwischendurch entrissen, wurden daraus Jedis. So könnte man jetzt auch Geschichten mit den Stormtroopern machen. Also Stormtroopern, also wäre gar nicht mal so schlecht. Alle Filmemacher aufgerufen, wir könnten da mal. Ja, ich habe einen Anruf, wie gesagt, Leute, ich weiß, dass sie gefeuert wurden, aber egal. Mal gucken, wer mich da jetzt wieder recallt. Das geht den ganzen Tag so, ist so. So, Captain Rex habe ich auch schon laminiert. Daraus machen wir ein schönes Bild. Jetzt mache ich mir den in etwas größer noch. Captain Rex, I am Captain Rex now. Ja, genau. Ah, herrlich. Ich gucke mir auch alles an, ich versuche, aber... Genau, aber Captain Rex, Staffel 3, Rebels. So wie er ausschaut, zeige ich gleich, oder zeige ich da. So, Captain Rex lasse ich laufen. Ich finde, doch, gefällt mir. Soll ich mir auch Kluft, ne? Captain Rex, ah, herrlich. Und da bin ich wirklich gespannt. Genau. Müssen wir so gucken. Captain Rex, Staffel 3, Rebels, diese Kluft. Ja, die Hose kriegt schon irgendwo hin, die Stiefel auch. Das sind tolle Stiefel, schwere Stiefel. Und da könnte man nämlich auch alterstauglich als Captain Rex draußen rumlaufen. Also ich suche mir noch irgendwie diesen Torso, diese Rüstung, dann den Gürtel. Und da habe ich wirklich Lust drauf. Ja, sieht man, ja genau, da mal her. Also wie gesagt, das Oberteil, ja, Oberteil, diesen Gürtel und ja, Sweatshirt, T-Shirt, je nachdem, diese Armeehose und diese Armeestiefel, gefällt mir. Ich gehe Karneval als Captain Rex, ich gehe ins Kino, wenn ich Glück habe schon E8 als Captain Rex, ansonsten E9, weil das ist nicht so einfach, kostet alles horrendes Geld und diesmal ist wirklich nur ein Spaß. Und auch die Ecke, wo Captain Rex demnächst hängen wird, in verschiedenen Sachen.
Und ich will hoffen, dass dann nicht unbedingt welche kommen und die dann haben wollen. Also die Scaris zum Beispiel, die sind alle weg. Und wenn ich die nachkaufen will, kosten die ja horrendes Geld, sogar im Einkauf. Sind die so teuer, dass es sich nicht lohnt zu verkaufen, weil Amazon eh dann im selben Preissegment ist. Ja? Es werden sogar, ja, die Scaris, wenn man online richtig schön recherchiert, von Rogue One, die sogenannten Stormtroopers, also die Scarlet Troopers und die Wrist Troopers, 119 groß, 18 cm, 20 cm, ja, von Kabuki, Artfix, ne, von Artfix, schon für 119, ja, die kosten schon 119 im Einkauf, dann wisst ihr auch, warum die 175 kamen, also die kamen 175, mittlerweile 139 oder halt für 119, ne? Also online geht es, aber nur bei den großen Größen, nicht bei den kleinen, da geht es natürlich nicht. Und wie gesagt, Schwamm drüber, Captain Rex. Wer mitmachen will, ist herzlich eingeladen mitzumachen. Da ist er, der Captain Rex, richtig schön. Wir machen ja auch Untersetzer, ne? Wir machen also auch Untersetzer richtig, dann käme jetzt hier Auflage, ne? Also ja. Wir machen auch Untersätze, auch in A3 oder in klein. Und wenn wir jetzt hier das drauf machen würden, hätte man jetzt wirklich so einen schönen Untersetzer, kann sich sein Käppchen schlürfen, vielleicht mache ich das sogar. Vielleicht nehme ich mir den jetzt hier als Untersetzer, ne? Mit Käppchen und alles. Mal schauen. Ansonsten lasse ich ihn halt wie immer schön eingerahmt. Hänge ich ihn dann mir an die Wand, den Captain Rex. Ja. Ja, aber jetzt mache ich erstmal eine schöne Geschichte daraus, mache ein paar Fotos, könnt ihr dann bei Instagram sehen mit dem Captain Rex und freue mich, wenn ich irgendwann mal in der Originalkluft hier arbeiten kann, sitzen kann, ja, als Captain Rex. Ja. Bis dahin aber sehen wir uns noch irgendwann wieder mit irgendeinem Clip. Aber heute ging nicht anders. Han Solo auf der Kippe. Da werden auch einige Klamettchen kommen jetzt. Die sind ja erst gerade wach geworden. Ja, seit 1 Uhr deutscher Zeit, seit 1 Uhr 54 deutscher Zeit ist es amtlich mit Han Solo, dem Film, der Regisseure, gefeuert. Das wird erst so Laufe des Tages, am 21. Laufe des, also am 22. erst rechts, sicherlich online wie ein Lauffeuer sein und dann wird man auch erfahren, wieso, weshalb, warum. Aber ich kann nur eins sagen, einen realen Freemaker, einen 21 Jump Street Star Wars, also das hätte ich auch nicht gewollt. Also ich wäre dann wohl zum ersten Mal enttäuscht gewesen, aber ist mir egal, 2018. Jetzt kommt erstmal E8, habt ihr ja gesehen, E8 wurde abgedreht, keine Skandelchen. Keine Unfälle, jedenfalls keine, die sie uns gesagt haben. Bei E7, wie gesagt, war ein Unfall. Harrison Ford hat nachher richtig Geld bekommen, ne, weil die Tür zu schnell runtergekommen war und so weiter. Also jetzt war Ruhe, man hat nichts gesagt. E9 läuft gerade. In den Paramount Studios wird alles so, sind am Rumwuseln für E9, am Werkeln. Deswegen hatte ja auch die Crew nach Puerto Ventura sind die ja da, um da weiter zu drehen. Habt ihr ja auch schon die Bilder gesehen, habe ich euch ja auch schon gezeigt, wie das da so ausschaut, wie sie da so die Wüsten, den Wüstenplaneten da aufgebaut haben und so weiter. Ja, E8 kommt jetzt. In 6 Monaten ist der schon abgenudelt, dann ist er schon am Laufen. In 6 Monaten haben wir dann jetzt so gut wie Heiligabend so ungefähr, ja, ruckzuck. Also die letzten 6 Monate wollen wir hoffen, dass die uns noch richtig was bringen und dass ich als Captain Rex eure Zustimmung bekomme. Ihr könnt ja unten drunter schreiben, ob ihr die Idee gut findet, dass ich jetzt zum Captain Rex werde und versuchen alles so mit Captain Rex Augen die Videoclips zu machen, als Captain Rex zu erzählen, was los ist bei Star Wars. Ja, das ist jetzt meine Figur. Meine Figur ist jetzt Captain Rex. Okay? Also, wenn was ist, ich melde mich.
Mit der Idee, dass ich Captain Rex darstelle, sind alle mittlerweile einverstanden, haben auch gesagt, du siehst wirklich ihm ähnlich. Nicht wahr? Wir haben heute ein bisschen abgehandelt. Wollte nur eben sagen, deswegen mache ich hier den Clip nochmal eben. Diese Figur verlässt uns, geht auf den Weg. Der Kunde hat akzeptiert, nimmt diese Figur. Bei Amazon kostet die 42 Euro, ist ein bisschen heavy. Wir geben die also ein bisschen günstiger ab, damit er damit zufrieden ist. Er wollte die, wie gesagt, haben. Da gab es noch ein paar andere. Die hier. Die geht jetzt also on Tour. Ich glaube, ein anderer ist gerade eingetroffen. Die Trekkies. Die Trekkies versenden an sich immer lose, weil der Kunde braucht die an sich lose. Weil, wie gesagt, er nimmt die jetzt. Und ich hoffe, er hat auch viel Spaß damit. Ich weiß wirklich nicht, was hier drin ist. Weiß ich gar nicht. Ich bin da etwas verwundert. Ich weiß gar nicht, dass da noch was offen ist. Das ist also nicht von Priority Mail. Priority Mail. Dann habe ich einen schönen Karton, um die Figur dann einzupacken und zu verschicken. Ja? Schauen wir mal. Man hat ja Geburtstag. Bin gespannt. Das war ein bisschen cool. Finde ich nett. Ich weiß nicht, was drin ist. Ich habe ja nichts bestellt. Wie gesagt, wenn man Geburtstag hat, nicht wahr, kriegt man schon mal Geschenke. Und mal schauen, was da jetzt gekommen ist. Keine Ahnung, ich finde es ja gar nicht gewohnt, dass ich irgendwie Geschenke bekomme. Auch nicht als Captain Rex. Ich spreche jetzt ein bisschen ruhiger, weil draußen die Tür auf ist. Wir haben hochgradig Sommer. Cool, cool. Ja, doch, ist Ware. Ich wusste aber nicht, dass ich bei den Trekkies bestellte. Ach, herrlich. Herrlich, herrlich. Herrlich. Genial. Alles lose. Guck mal genau hin hier. Diese losen Trooper hier. Ach herrlich. Die sind lose. Wer also. Ach Herr Endor. Ich habe die Endor-Soldaten. Doch, waren doch bestellt. War also kein Geschenk. Ja, die werden also einzeln eingepackt. Wie ich sehe, ist das immer dieselbe. Ganz raffiniert, aber egal. Ja. Sind also vier Stück immer dieselben, aber gut verpackt. Die machen das, also die Firma macht es gut. Also die verkauft lose Ware, ne? Die verkauft lose Ware. Müsste ich jetzt durchrechnen, so teuer waren die nicht. Nein, teuer waren die nicht. Muss ich eben ausrechnen hier. Mache ich aber später mal. Grüße. So, der Antitel ist, geht raus. Muss mal gucken, wie günstig oder nicht günstig. Wir unterhalten uns gerade wegen dem Rausschmiss der Regie bei Han Solo. Ja, um 1 Uhr, wie gesagt, Recall da. Um 1.54 Uhr war das also in IMB absolut bestätigt. Sie sind raus. Der Spiegel Online hat auch gerade, das haben wir 16 Uhr, hat er auch gerade einen erzählt. Also Star Wars ist mal wieder in der Schwebe. Jetzt gucken wir mal, wie schnell die das da wieder reinkriegen. Und wir fragen uns gerade auch im Club-Austausch. Wir sind ja immer noch der Club auch. Wir tauschen uns gerade aus. In der Frage, wer wird wohl kommen und so weiter. Wir haben insgesamt 75 Regie, die in den gesamten Jahren erstklassige Zukunftsfilme gedreht haben. Und ich kann die jetzt alle gar nicht aufgreifen hier. Wer war das? Irgendwie Ridley Scott oder ähnlich? Wie heißt der? Ja doch, Ridley Scott. Genau, Ridley Scott macht ja gerade Blade Runner 2. Ne? Der hat den Orient Express da Regie geführt. Und so. Der macht jetzt Blade Runner 2. Ich habe Blade Runner mit Harrison Ford habe ich noch auf der Pfanne liegen. Also an sich müsste ich mir zu Ende gucken. Werde ich vielleicht auch heute mal machen, dass ich mir diesen Film heute mal zu Ende schaue. Worum es mir geht ist, ich habe gerade mit Trekkies gesprochen. Absolute Tracky Store, ich empfehle Absolute Tracky 4, ja, Absolute Tracky Store, Absolute
Tracky Store. So. Ich habe auch gerade nachgefragt, wenn er wegen Antilles, der sich da im Hals packt, weil er ja an sich von Darth Vader an den Hals gepackt wird. Ne? Ja. Also wie gesagt, der Antilles hängt an der Wand. Wie lange er noch an der Wand hängt, weiß ich nicht, weil der junge Mann den haben wollte. Ich habe mich auch gerade nach dem Preis. Mein Lieferant war gerade mal 6 Euro teurer, wie jetzt Tracky gewesen wäre. Tracky verkauft die auch so, ne, einen guten Kurs, dass ich nicht tot umfalle. Die habe ich jetzt hier lose. Die habe ich jetzt lose bekommen für 4 Euro. Bin ja ein ehrlicher Mensch, bin ja euer Captain Rex. Ich hoffe, dass ich meinen Captain Rex genauso bekomme. Für wie viel ich die dann anbiete, weiß ich nicht. Das ist immer so eine Sache. Jetzt bleiben die erstmal hier. Das sind die. Das ist, hatte ich mir mal besorgt für die Endor-Geschichte. Ich habe hier noch. Ne, habe ich nicht. Muss ich nachgucken, ob ich es überhaupt noch habe. Weil hin und wieder passiert, dass ich Sachen verkaufe und gar nicht mehr weiß, dass die gar nicht mehr da sind. Weil wir haben ja auch hin und wieder die Rahmen, die wir hier so aufbauen als Fachgeschäft, damit die Leute was zu sehen, dass die Kinder was zu schauen haben, dass sie ihre Nase an der Scheibe platt drücken. Das wird ja alles sterben. Das wird alles sterben, dass die Nase an die Wand gucken. Heute fragen die ja, Onkel, warum hast du so viele Püppchen? Ja, also 4 Euro das Stück, fand ich nicht schlecht. Gut, das sind immer dieselben. Sind immer dieselben. Aber ich finde das gar nicht mal so uninteressant, muss ich wirklich eingestehen. Ich werde mich so ein bisschen so auf lose, also ich kaufe jetzt erstmal ein, bin in absoluter Kaufwut, ne? Euer Captain Rex. Also heute ist wieder Verkaufstag, alle wollen Figuren haben, ich kümmere mich drum, ich spring mal da. Also wie gesagt, der Antilles in einer Version kommt auch, aber da sind die Leute nicht so, ist nicht so gefragt. Der Antilles, der jetzt kommt, ist nicht so gefragt wie der Antilles, der jetzt wieder geht. Von 2004, wo er sich an den Hals packt, weil das wieder ihn ja war. Haha, das wieder. Ja, Anakin. Da ich ja jetzt Captain Rex bin, also Anakin war mein Befehlshaber und Ahsoka Tano. Ja, hier ist viel los. Ach, herrlich. Okay, worauf wollte ich hinaus? Endor. Frisch aus Japan, Endor True Builder Set. Ich bedanke mich total recht jetzt bei den Trekkies. Also die nennen sich Trekkies, weil sie einzeln, also die verkaufen Einzelfiguren. Die haben am Wochenende, irgendwie eine Con. Die verkaufen ja überwiegend Con oder auf ihren Seiten. Also die Trekkies verkaufen überwiegend über Amazon oder über Online-Plattformen. Da könnt ihr die Ware bekommen. Hier waren also 4 Endor True Builder Set drin. Und wie gesagt, es ist ein reiner Online-Shop und macht Spaß, online die Figuren zu beziehen. Ich habe auch direkt nachgefragt wegen Antilles Lose, dass man den Antilles auch lose hat. Vielleicht mache ich mir dann auch mal so eine Geschichte mit ihm und schauen wir mal. Ich meine, so wertvoll sind die Figuren nicht, die werden auch nicht so teuer verkauft. Auch wir, oder ich besonders, verkaufen die auch ziemlich günstig. Unsere Jugendlichen bekommen die ja auch ab 2,50 Euro, also 2,50, 3,50, je nachdem, wie jung ist klar. Bei den ganz Kleinen nimmt man nicht solche Preise. Ich meine, hier jetzt 4 Euro das Stück. 4 Euro das Stück war auch okay, kann man mit leben und in Ordnung. Ja, und der geht raus. Ich habe die Nummer jetzt hier. Ich weiß, es geht nach Itzehoe. Die Figur geht jetzt nach Itzehoe, wird dorthin verschickt. Kein Thema, ist der Antilles verpackt. Ja, wollen wir hoffen, dass wir mit dem Preis zu Rande kommen und dann läuft die Sache. Kriegen wir hin. Kein Thema, machen wir. Also ab sofort euer. Jetzt habe ich sogar meinen Namen vergessen: Rex, Captain Rex. Gibt also auch, wie gesagt, günstige Figuren, gibt auch günstige Preise, jedenfalls hier vor Ort. Mit Online, das ist immer so eine Sache, man zahlt ja drauf. Das kann man hin und wieder mal machen, ist kein Thema. Aber nicht ständig, das geht nicht. Ich hatte vorhin jetzt jemanden auch wieder, sind Sie Fan? Nein, das ist ein Einzelwarenfachgeschäft hier, wir sind keine Fans. Natürlich bin ich innerlich auch ein Fan, ist klar, aber an sich ist das hier ein Geschäft. Ich kann auch nicht nach Rewe gehen und sagen, ey,
Seid ihr Wurstwaren-Fans? Ihr habt so viele Wurstwaren hier, so viel Wurst. Aber seid ihr Fans vom Schlachten? Seid ihr Fans? Seid ihr Okkultisten oder so? Ihr, ne? Ich glaube, die würden auch sagen, hast du sie nicht mehr alle? Aber egal, wir sind keine Fans in dem Sinne. Wir sind ein Fachgeschäft und online ist klar. Online präsentieren wir die Is als Fan, weil, ach, wie soll man das erklären? Wie soll Captain Rex das erklären? Ach, es wäre schön, wenn Ahsoka da wäre. Ahsoka. Mit Ahsoka oder mit Anakin. Mit Anakin Skywalker würde ich das auch gerne wunderbar mal vor laufender Kamera machen. Wie gesagt, 6 Stück Endor-Truppen. Endor-Truppen, mir gefällt's. Ja, also ich lasse mir wenn E8 werde ich euch zeigen. Fenster, 3 Meter mal 3 Meter, dann wird da wieder so eine Schlacht stattfinden in Endor. Ja, ich baue mir eine Endor, ja genau, ich baue mir eine Endor-Geschichte. Ich kaufe jetzt nach und nach ein. Und wer mal sowas braucht, ich sage euch, wo ihr es bekommt, kein Thema. Na, alles klar, wir erleben uns.